Strahlende Gesichter, wo man nur hinschaute. Die vierte Auflage der Elf-Freunde-Meisterfeier war erneut ein großer Erfolg. Zahlreiche geladene Gäste hatten sich im ehrwürdigen Hamburger Curio-Haus versammelt, um die besten Akteure der abgelaufenen Bundesliga-Saison zu ehren. Star des Abends war Marco Reus. Bereits zum zweiten Mal wurde der Dortmunder von der prominent besetzten Jury zum Spieler der Saison gewählt. Der Preis geht nicht nur an mich, sondern auch an meine Teamkollegen, weil das alles nicht möglich gewesen. Und das weiß ich immer zu schätzen, dass sehr viel auch arbeiten. Und als Einzelner kannst du nie was erreichen. Vielleicht situationsbedingt natürlich immer. Aber über die gesamte Saison hinweg wird es natürlich schwierig. Von daher ist der Preis natürlich auch für die Teamkollegen. Ich habe mich besonders gefreut für Marco Reus. Auf der anderen Seite war ich traurig, denn ihn haben wir ja vermisst noch in Brasilien. Rudi Völler hat irgendwann mal gesagt, Marco wird der Stern des Turniers, bezogen auf Brasilien. Ich hoffe für ihn, dass er sich das aufgehoben hat für die nächste große Veranstaltung. Die Abendveranstaltung in Hamburg jedenfalls bereitete den Gästen jede Menge Spaß. Kurzweilig und unterhaltsam führten die Moderatoren und Laudatoren durchs Programm. Das Überraschungsteam FC Augsburg wurde gleich zweimal geehrt. Markus Weinzierl und Stefan Reuter wurden als bester Trainer und bester Manager ausgezeichnet. Insgesamt vergab das Fachmagazin Elf Freunde 6 Ehrenpreise und auch von den Gästen gab es Bestnoten für die gelungene Meisterfeier. Note 1, 3 Punkte. Ja, wirklich ganz große Klasse. Rundum ein sehr gelungenes Programm. Hier, die Atmosphäre ist hervorragend, die Menschen sehen sie, die fühlen sich hier alle wohl. Ich finde das ganz hervorragend. Ich bin zum ersten Mal hier, ich komme wieder. Die Gäste kommen wieder. Dazu zählte auch die Spitze des deutschen Fußballs. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach und Ligapräsident Dr. Rainer Raubal amüsierten sich prächtig, zur großen Freude der Gastgeber. Wir freuen uns tatsächlich sehr, dass mit Dr. Reinhard Raubal und mit Wolfgang Niersbach wirklich die Spitzen des deutschen Fußballs bei uns waren und auch ich habe es noch eine Laudatio übernommen hat. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass die Meisterfeier von den Freunden einfach inzwischen eine sehr, sehr schöne Veranstaltung ist, bei der man wirklich nochmal die Saisonrevue passieren lassen kann, aber auch wirklich nochmal all die Leute hochleben lassen kann, die diese Saison schon so besonders gemacht haben. Reus, Weinzierl, Reuter oder Hitzelsberger. Sie alle haben die abgelaufene Spielzeit besonders gemacht. Und auch im kommenden Jahr soll es im Land des Weltmeisters wieder Spitzenfußball geben, bis es dann 2015 wieder heißt. Herzlich willkommen zur Elf-Freunde-Meisterfeier.